sieht's jetzt aus? Geil. Kommt er ab in die Lackiererei? Der kleine Porsche. Yeah. Voll vergessen aufzunehmen, Mensch. Verdammt. Ja. Auf der Aufnahme kommt es gar nicht so hin. Kurze Update zu meinem kleinen Porsche. Ja, war ja auch so eine Frage mit den Tires. Ich habe jetzt die silbernen weggelassen. Ich habe jetzt einfach meine gelben genommen von meinem Nissan. Und ich finde, ich habe die auch hier schon schön zurecht gemacht, man sagen. So. Das sieht eigentlich ganz schmucki aus. Mit dem Gelb. Ihr seht, ich habe hier überall nochmal nachgespachtelt, weil diese Motorhaube, diese kleine, böse Motorhaube, also dieses Lüftungsteil, ja, das sah da nicht richtig gut aus. Jetzt musste ich da nochmal was drauflegen und dann dachte ich, na gut, dann kannst du auch die kleinen Mini-Stellen da auch nochmal machen. Kleine Löcher waren das irgendwie. Na gut, und nun muss ich wieder warten, wieder einen Tag fast warten, bis ich hier schleifen kann. Und genauso ist es gerade bei meinem Supra. Der steht nämlich gerade wieder in der Trocknung, weil ich da auch noch ein paar Stellen gesehen habe, ohne diesen Bodykit hier, ohne diesen Unterteil. Und er hier hat nämlich auch kein Unterteil, was ganz cool ist, glaube ich. Das muss nämlich nicht immer sein. Gut, kurz Update dafür. Kleine Porsche Custom Objekt. Und dann bis demnächst. Rin ihr zottelt. So, meine lieben Freunde. Da ist er wieder. Hab jetzt hier mal noch ein bisschen im Interieur ein bisschen mal drin gemacht. Das ist jetzt nicht doll. Ein bisschen da weiß. Lenkrad ein bisschen weiß. Ja, und jetzt wollte ich das eigentlich mit euch zusammen hier irgendwie, sagen wir mal, zusammenbasteln. Da kommen die Sitze drin. Mhm. Die Räder. Muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Aha. Ja. Das war hinten. Also musste das da hin. Das muss da hin. Oh. Ist natürlich jetzt nicht geklebt. Ist nur so rangemacht. Ich merke, der hält hier überhaupt nicht mehr. Naja, gut. Mann, was rollt denn das hier so? Ist das alles schräg und schief in meiner Wohnung hier? Mann. So. Nicht aufregen. Ach, ich sehe schon. Hier ist nämlich das Problem am Runden. Das ist natürlich jetzt blöde. Muss ich wieder Stopp machen, weil das passt hier nicht rein. Nee, das passt nicht. Wie lange ich jetzt hier schon an dieser Karre arbeite, man sieht es da vielleicht ganz gut, da, das ist einfach zu dicke da. Also muss ich da wieder rumfummeln. Ich fasse das nicht, ey. Rollen tut's wenigstens, wird's aber später nicht. Ja, bringt jetzt also nichts. Dann sag ich mal wieder tschö mit Ö. Bis später.
So, da ist er wieder. Türen. Hä? Oh, damit habe ich jetzt ja nicht. Hä? So gerechnet. Dass man die ja hier ganz schön schwer reinkriegt. Wahrscheinlich. Das doch sein, ja. Es will aber nicht. Was ist hier los? Oh, Scheiße. Ist das falsch rum oder was? Nee. Ganz schön schwierig hier. Das, die Türen gehen nicht mehr richtig auf, so richtig auf. Also natürlich hier total am Custom war. So, das müsste. Verstehe ich nicht. Ich krieg die halbe Krise hier schon wieder. So. Ist das jetzt hier dran? Ach, da fehlt ja auch noch was. Ach Mann, ey. Bin doch eine Doofmütze. Doofkopf. Das war natürlich jetzt sehr klug wieder. Mann! Ihr seht, man kann auch gut ausflippen dabei. Also ich habe mir hier schon so aufgeriecht. Hier muss man auch echt vorsichtig sein, damit das nicht abplatzt und so. Und es ist wirklich eine Fummelarbeit. Da brauchst du kleine Finger. Ich weiß nicht, ich hab sowas nicht. Mein lieber Herr Scholli, du. Das ist echt nicht einfach, das hier wieder reinzubauen. Vor der Kamera vor allen Dingen, so wisst ihr. So, gut, das ist aber jetzt. Nee. Ich krieg die Krise hier. Ihr seht es selber, wa? Schön live dabei. Jawohl. So. Müsste da aber sein. Sieht gut aus. Hey, der Witzka. Hey, der Witzka, Uli. Wie lange soll das wieder dauern hier, das Video? Ey, die ganzen kleinen Scheiben, die müssen auch noch darin. Ich weiß ja nicht, wie ich das alles aufnehmen soll. Ich wollte das für euch hier so schön machen. Wie das so gewisse andere Leute auch so immer so schön, aber die schneiden wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie viel die da, muss ja 1000 Millionen Stunden reinstecken hier. Und man hat ja keinen Spaß mehr an dem Bauen selber, weil man das ja ständig aufnehmen muss. Denn, ja, Kartenwechsel, letztendlich alle zusammenschneiden, also was heißt zusammenschneiden, einfach zusammenfügen alles, wenn man das nochmal schneiden würde, oh je. Also, na gut. Und das hier ist echt eine Fummelarbeit. Wobei das jetzt geklappt hat, wa? Ja. Geil. Oder? Was ist hier los? Ja. So. Also wer noch nicht abgeschalten hat, ist cool drauf. Scheibe. Kann man das immer ganz gut von unten sehen.
Und dann brauchen wir diese kleinen Scheiben hier noch. Das war echt krass. Ich weiß ja nicht mehr, wie die dran waren. So ein Mist. Und das ist ja wirklich ein Gefummel, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Ihr seht es selber, wa? Ihr seht es selber. Kommen die etwa von innen rein oder was? Mann! Ja, wie sollen sie denn halten? Hä? Ey, ich krieg die Krise hier, lieben Freunde da draußen. Ich krieg hier echt die Klatsche, Alter. Das kann doch nicht sein. War das dran geklebt oder was? Möchte dran kleben, ja, scheiße! Ey, was? Ich krieg Rückenschmerzen, ey. Und ich stehe jetzt schon extra für meinen Rücken, ja? Grüße ihn an alle Rückenkranken. Der Rückenpatient hier da. Ach, da ist nämlich was weggebrochen. Deswegen geht das nämlich nicht mehr ran. Schade. Muss ich das denn wohl doch kleben? Und das hier ist auch echt kompliziert. Das hat nämlich hinten ist nämlich da auch was abgebrochen, wie ich das sehe. Muss hier nämlich so rin. Und dann da rin. Genau. Und dann ist das nämlich auch fest. Tja, das ist natürlich jetzt blöde. Also müsste ich schon wieder kurz eine Pause einlegen. Das mag ich dann auch. Bis gleich, ich klebe das jetzt an.